Leute, wir können es ja kaum glauben, aber der Teich ist endlich wieder aufgetaut und wir waren heute schon im Angelladen, haben ein bisschen Stuff geholt. Übermorgen wollen wir angeln gehen und ja, jetzt sind wir gerade unterwegs zum Anfüttern, wollen ein bisschen Partikel spotten. Es ist ja noch sehr, 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 sehr kalt. Ja. Man sieht, hier liegt sogar noch ein bisschen Schnee, Graupel, whatever. Es hat nämlich gerade noch mal ordentlich runtergehauen. Und jetzt würde ich sagen, wir machen einfach mal los, der Leonardo, der kommt jetzt auch, und der Kai Uwe. Ja, den Kai holen wir jetzt gleich noch ab, der hat noch genau. Ein bisschen Mais. Genau, und dann haben wir ein bisschen was rein jetzt in dem Teich, in der Hoffnung, dass die Fische überhaupt ein bisschen was fressen. Genau. So, die Verrückten, die wollen hier schon mit Boilies angeln. Aber gar nicht, ich nicht. Du vielleicht, nicht? Vielleicht auch nicht. Ich denke mal Marder, ja, Maiskette, auch. Vielleicht auch ein 16er Boilie. Mal schauen, wie es wird. Ja, der Leonardo, der haut hier schon die Boilies rein. Ja, es wäre Hochsommer. Vielleicht bringt es ja was, man weiß ja nie. Ja. Aber wenn wir instant, dann ist es natürlich auch nicht so gut. Nee. Also ich persönlich habe vor, mit Method Feeder und Marlin ein bisschen was instant zu rocken. Weil ich habe keine Lust auf Anfüttern, besonders um die Jahreszeit. Wir haben jetzt Ende Februar, Anfang März. Die Nacht geht es wieder unter 0 Grad. Und für mich ist das einfach noch zu früh, um wirklich hier anzufüttern, aber Leonardo sieht das Ganze anders. Leonardo, was ist dein Ziel? Was willst du fangen? Ein Großkarpfen natürlich. Ja. Gleich am ersten Tag. Wie viel Kilo? 10 mindestens. Ich rechne da schon mit mehr. Fängt ja erstmal mit kleinen Zielen an, ne? Beim ersten Mal. Ja, wir haben ja noch nicht die 20 Kilo, aber 10 Kilo willst du schon, ne? Ja, ja. Man muss ja optimistisch sein. Session dieses Jahr für mich. Die anderen waren ja schon mal vorgestern Abend. Aber das war ja mehr oder weniger sinnlos. Nicht so erfolgreich. War nicht wirklich erfolgreich, aber das konnte ich mir denken, deswegen habe ich da gar nicht erst angegriffen. Aber jetzt sind wir hier richtig mit vollem Equipment da. Ich probiere es heute mit Method Feeder. Kann ich euch auch nachher nochmal zeigen, wie das alles funktioniert. Und der Leonardo. Ja, ich habe eine Maiskette. Pop-Up-Maiskorn und noch ein Boilie. Ein 24er, den habe ich aber noch abgeschnitten. Also verkleinert noch ein bisschen. Weil im Winter soll man nicht immer so mit großen Boilies angeln. Ja, eigentlich nicht. Typen angeladen. 20er Moment raushauen ist jetzt eigentlich sinnlos. Ne? Aber Leonardo, der weiß was. Ich hoffe auf einen Großkarpfen. Der Leonardo will direkt was Großes fangen. 10 Kilo mindestens. Ja, wir haben ja die GoPro aufgebaut. Für den Fall, dass wir einen richtigen Vollrun bekommen, was wir mal nicht glauben. Doch, optimistisch sein. Ja, dann. Relativ windig heute. Wir haben uns genau in die falsche Richtung gesetzt, was den Wind betrifft. So, ich kläre das jetzt einfach mal hier von daheim, da der Wind an dem Tag einfach viel zu heftig war und man auf den Aufnahmen fast nichts verstanden hat. Ja, und das sind wir auch schon beim Thema Wind. Und zwar wehte der nämlich an dem Tag genau auf die andere Seite des Ufers und hat das ganze warme Oberflächenwasser auf die andere Seite des Teiches gedrückt. Und das ist ja gerade im Frühjahr ein entscheidender Faktor zwischen Fang und Nichtfang. Und vermutlich war das der Grund, dass wir an diesem Tag nicht wirklich erfolgreich waren. Das ist deswegen, auf jeden Fall sehr. Eigentlich machen wir alles richtig. Na gut, dann sehen wir uns auf jeden Fall, wenn du uns beißt. So Max, was ist passiert? Nicht. Gar nichts gefangen? Nö, ich wollte einfach nochmal reinholen und die Köder nochmal neu machen, also neue Maden dran. Vielleicht schafft er was.
ja immer noch optimistisch, dass wir ein paar fragen. Ja, wir hoffen. Wir können nur hoffen. Meine Vermutung ist, da der Wind in die andere Richtung weht und jetzt auch die Sonne rausgekommen ist, dass die Karpfen einfach ins flachere Wasser gezogen sind. Oder Max, wie siehst du das? Denkst du, das ist auch so? Oder was hast du für eine Theorie, warum wir jetzt aktuell nichts fangen? Vielleicht hat sich dann deine Theorie auch bestätigt, dass sie dahinter ins Flache gezogen sind. Da stehen sie wieder am Tiefen. Ja. Erst dann wieder eine Ausrede und eine Theorie. Ja, also, wenn wir im Flachen nichts fangen, sag mal einfach, die stehen doch noch im Tiefen. Es ist halt jetzt relativ schwierig um die Jahreszeit zu wissen, wo die Fische stehen. Ihr werdet es nicht glauben, es ist ein Karpfen. Wirklich? Ja. Na klar. An dem One Neos war eine Brasse, oder? Das ist eine Brasse. Das ist der erste Karpfen diese Saison. Großkarpfen? Aber der ist schon der größte Fischmax. Nee. Oh, ein Schuppi. Ja, super. First Carp of the Season. So schaut's aus. Der erste Karpfen hat gebissen. Und es ist ein wahres Prachtexemplar. Das war unsere erste Session 2017, würde ich sagen. Ja, und ich persönlich bin zufrieden. Ich eher nicht so. Wir haben zwar nichts gefangen, aber hat trotzdem Spaß gemacht, so das erste Mal wieder in diesem Jahr am Wasser zu sein. Ja, auch wenn nichts lief, war trotzdem spaßig. Genau, und wir haben auf alle Fälle festgestellt, das nächste Mal müssen wir unbedingt ins flachere Wasser gehen, weil da haben wir die Fische gefangen. Und da weht auch die ganze Zeit der Wind hin. Und es war eigentlich abzusehen, dass ja, es genau. Da besser läuft. Vielleicht probieren wir es dann diese Woche nochmal im Flachen und ja, vielleicht fangen wir da mal was. Nächstes Wochenende geht es wieder los, würde ich sagen, oder? Auf jeden Fall. Ja, Freunde, ihr habt es gesehen, wir haben einen einzigen Karpfen in der ersten Session fangen können und den haben wir zudem auch noch in einem Flachwasserbereich gefangen. Das war die einzigste flache Stelle, die man von diesem Angelplatz aus anwerfen konnte. Und eine Woche später haben wir es dann tatsächlich wieder versucht, diesmal allerdings im flachen Wasser. Und ja, seht selbst, da ging es dann eigentlich wirklich erst richtig los und da begann unsere Saison so richtig. That you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. Ja, moin Leute, wir sind jetzt mal wieder am Wasser, haben es jetzt wieder geschafft. Also Maxi ist jetzt auch schon da, ich bin schon vor einer Weile gekommen und Kai wird dann heute Abend mal kommen. Ja, ich werde jetzt noch ein bisschen anfüttern, wir gehen wieder auf Karpfen. Maxi und ich haben Futterkorb und Marder dran und ja, ich fütter jetzt noch ein bisschen mit Mais und habe im Rucksack noch ein bisschen Grundfutter drinne, dass ich die dann einfach an Platz locken kann und vielleicht geht heute was. Ja, wir
trust when he trying to be the greatest. But now I'm waving bye to you haters until I'm number. Yeah, but the number one is what I'm going for. I used to want it all, and now I want it more until I'm number. You could tell that I mean it if you look into my eyes. It shouldn't be a surprise when I finally arrive at the top, number one. What am I really trying to prove? Did I just put myself into a situation where I gotta choose? Between music and money, fans and friends, I hope that all the above is on the scantron then. Life is a test, then I study for the class. If you wanna understand, then you better do the math. Was ist gerade passiert, Max? Naja, deine Route ist zuerst abgelaufen. Und dann, während du getrillt hast, ist deine andere Route noch abgelaufen. Ich glaube, du bist dann jetzt rangegangen. Jawohl, da liegt schon der andere. Hier ist der zweite im Drill. Geil. Es geht auf alle Fälle rund hier. Cause even if I never ever make it in the game, I'll know I kept it true when I gave my all to you. But nah, fuck it, I ain't in it to lose. I wanna be number. Yeah, but the number one is what I'm going for. I used to want it all, and now I want it more. Until I'm number one is the loneliest number that you'll ever do. And you could tell that I mean it if you look into my eyes. It shouldn't be a surprise when I finally. So, ihr habt es gesehen, der Saisonshot ist gemacht. Wir waren dazu noch relativ erfolgreich, zumindest in der zweiten Session. Und alles in allem kann man einfach nur sagen, der Saisonshot war. Voll schön. Ja, und damit würde ich jetzt einfach mal sagen, Tightlines, eure Flossenangler, wir sehen uns im nächsten Video wieder. You know I'ma hold it down, cause when I'm number one, I'ma take us to the top. This life is too much fun, I ain't never gonna stop. They don't wanna see me run, they just wanna see me flop. But it's gonna be a